So, moin moin ihr Lieben, ihr könnt euch denken, wie sehr ich mich freue, jetzt meine Analyse nach 3 Pflichtspieltagen über Julian Schuster und den Sportclub Freiburg zu machen. Natürlich mit aufgezogener Kicker-Manager-Brille, aber natürlich auch spannend für jeden SC-Fan. Ich glaube, wir sind alle so begeistert von der Situation des Neuen, von der Energie des Neuen, von der Energie auch des Julian Schuster. Mir gefällt es als Riesen-SC-Fan richtig, richtig gut. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Wir analysieren jetzt das Team, die bisherigen Leistungen, schauen dann natürlich einmal auf den Kicker-Manager. Welche Spieler sind hier kaufbar? Welche sollte man trotz der in meinen Augen sehr guten Leistung der Freiburger verkaufen? Bevor wir das machen, ganz kurz der Blick auf das Kicker, auf das Top-11-Spiel. Wenn der Kicker jetzt nämlich am 3. Spieltag auch den Deadline-Day-Wechsel vollzogen hat, dann passiert hier nicht mehr wahnsinnig viel. Und dann, Leute, verrate ich euch so viel, seid ihr gottfroh, wenn ihr euch ein Team gemacht habt bei www.manager-united.de. Bisschen anderes Spielprinzip, hier gibt es keine Marktwerte, hier könnt ihr aus dem ganzen Pool aller Spieler auswählen. Allerdings dürft ihr nur 11 Spieler auswählen und die müssen auf 11 verschiedenen Positionen und aus 11 verschiedenen Vereinen kommen. Das ist so ein bisschen der Clou hinter der ganzen Geschichte. Dann tretet ihr gegeneinander an. Wir sind über 1000 Manager. Ihr könnt aber auch jederzeit noch Wechsel vornehmen während dem Spieltag. Das heißt, ihr seht, einer ist nicht in der Aufstellung. Kane spielt nicht, also nehme ich halt Jamal Musiala rein. Nur so als Beispiel. Ihr könnt aber auch einfach mit Team behalten spielen, einmal ein Team aufstellen und dann, ja, Wechsel vornehmen, wenn ihr wollt, müsst aber auch keine Wechsel vornehmen. Das heißt, dann kann man es auch ein bisschen low spielen, so wie den Kicker-Manager man auch low spielen kann. Das Geilste an der Stelle und deswegen glaube ich tatsächlich ganz geil, wenn ihr euch jetzt schon anmeldet, ist unser Ligensystem. Wir haben ein komplettes Ligensystem mit über 1000 Managern aufgebaut. Es gibt nur eine erste Liga. Es gibt am Ende der Saison, die ist nach 17 Spieltagen, also am Ende der Hinrunde schon, einen wirklichen Meister. Unter dieser ersten Liga gibt es 2 zweite Ligen. Das heißt, die 4 letzten der ersten Liga steigen ab in diese 2 zweiten Ligen rein und die 2 besten der zweiten Ligen steigen auf. Darunter gibt es dann 4 dritte Ligen, 4 dritte Ligen, 8 vierte Ligen, genau. Wir sind mittlerweile in der 6. Liga angekommen. Hier gibt es über 32 Ligen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet und einsteigt, kommt ihr noch in die 6. Liga rein, könnt sogar Ende der Saison, also Ende der Hinrunde schon aufsteigen in die 5. Liga. Macht extrem viel Spaß, weil das Ganze eben im Head-to-Head-Modus gespielt wird. Das heißt, ihr habt genau einen Gegner, gegen den ihr spielt. Ihr spielt gegen jeden einmal. Und die Punkte, die ihr macht, die genauso ablaufen wie beim Kicker, werden hier in Tore umgerechnet. Ab 50 Punkten ein Tor, alle weiteren 15 Punkte ein weiteres Tor. So kommen wir eben auf realistische Ergebnisse, wie in 3:1. So kommen wir auf eine realistische Tabelle, weil für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für einen Unentschieden 1 Punkt und für eine Niederlage 0 Punkte. Und jetzt noch anmelden, dann bist du beim DFB-Pokal bzw. beim Manager United-Pokal mit am Start, den wir ab dem 4. Spieltag wahrscheinlich ausspielen werden, über alle Manager hinweg. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt noch einsteigst, den ersten Manager United-Pokal der Geschichte holen. So viel dazu, jetzt zu meinem Sportclub aus Freiburg. Wir gucken einmal ganz kurz in die Begegnungen. Zur Vorbereitung muss man sagen, eher durchwachsen. Viele Unentschieden, akzeptable Leistung, aber jetzt nicht irgendwie durchgerockt oder sowas. Dann erstes Pflichtspiel hier gegen den VfL aus Osnabrück mit 4:0 gewonnen im DFB-Pokal. Das gibt es relativ selten beim Sportclub, tun sich ganz gerne eigentlich schwer. War auch keine überragende Leistung der Freiburger, muss man sagen. Aber was es auf jeden Fall war, war wirklich eiskalt vor dem Tor. Das war richtig, richtig stark, wie ich finde. Und was man schon auch direkt gesehen hat, also man hat direkt taktische Kniffe und Änderungen unter Julian Schuster gesehen. Man hat auch gesehen mit Rosenfelder, mit Ogbus direkt junge Leute mit reingeschmissen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Junior Adamu spielt nicht nur eine gute Vorbereitung, sondern kriegt auch das Vertrauen dann vom ersten Spieltag. Also man hat schon gemerkt, so ein bisschen eine neue Handschrift unter Julian Schuster, die auf jeden Fall da war, die sich dann auch in den weiteren Begegnungen verstärkt hat. So zum Beispiel gegen den VfB aus Stuttgart. Klassiker, nach 2 Minuten liegen wir 1:0 hinten, weil Ex-Demirovic, ich habe immer wieder Berliner Olympiastadion vor Augen und den Elfmeter gegen RB Leipzig leider Gottes, sein Tor natürlich macht. Gegen uns, gegen die Freiburger und dann wirklich mit der ersten Trinkpause, wo man gemerkt hat, Julian Schuster erreicht
absolut das Team. Er gibt ein paar Anweisungen raus und es hat sich einiges geändert. Ich glaube, der größte Kniff tatsächlich in dem Spiel war es, Jeff Chabot von den Stuttgartern als Anspielstation eigentlich fast immer freizulassen. Also der Pass auf Jeff Chabot war immer offen, immer möglich. Und dann musste Chabot aber das Spiel aufbauen, weil alle anderen Spieler abgedeckt waren. Und das ist den Stuttgartern richtig schwer gefallen. 0,45 Expected Goals. Der VfB Stuttgart, der davor im Pokal gerockt hat, beziehungsweise gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht hat. Pokal kam später, hat im Pokal danach aber gerockt, hat gegen Mainz über 5 Expected Goals hätte ich herausspielen können, gegen Freiburg nur 0,45. Das hat tatsächlich durchaus seine Erklärung in einem sehr aggressiven und sehr chaotischen Pressing. Unter Christian Streich war das immer ein sehr kollektives Pressing, was wir hatten. Das heißt, das Team hat sich nach Ballverlust gesamt fallen gelassen und hat dann gesamt angegriffen. Und das war sehr, sehr ausgeklügelt und durchdacht von Christian Streich, was unter anderem Spielern wie Junior Adamu echt schwer gefallen ist, muss man sagen. Da ist einiges schwer gefallen, aber gerade ein Fehler im Pressing-System von Christian Streich hat das ganze Konstrukt kaputt gemacht und so haben wir doch durchaus das ein oder andere Gegentor kassiert, gerade wenn junge Spieler vorne den Ball verloren haben und dann nicht 100% richtig gepresst haben. Unter Schuster viel chaotischer, da geht derjenige im Sturm sofort drauf. Ein Höhler kann das sehr, sehr gut ausgleichen, wie ich finde. Genau, gefällt mir richtig gut der Kniff. Was anderes, was mir gut gefällt unter Julian Schuster, muss ich auch nochmal loswerden, ist, dass einfach sehr frühzeitig auch gewechselt wird. Wir führen gegen Stuttgart, ich glaube, zu dem Zeitpunkt mit 2-1 und Lukas Höhler kommt in der 63. Minute schon rein. Das heißt, ein proaktives Reagieren aufs Spiel. Ja, Christian Streich, großer Fan, aber das hat mich im Stadion dann doch manchmal geärgert und ich bin auch begeistert davon, dass eben ein Höhler auf der Bank Platz nehmen darf, auch ein Höfler mal auf der Bank Platz nehmen darf, ein Osterhage, ein Adamu, sich neue Spieler komplett reinspielen. Sehr nach Leistungsprinzip, wie ich finde, an der Stelle. Das gefällt mir sehr gut. Musste ich einmal an der Stelle als Analyse loswerden, weil ich sonst ja gar nicht so viel über meinen Freiburger Sportclub reden darf. Gegen die Bayern tatsächlich auch wieder ein gutes Spiel. Die Bayern, glaube ich, mit 1,5 Expected Goals etwa. Da gehört, glaube ich, mit 0,75 der Elfmeter mit rein. Über den sage ich einfach gar nichts an der Stelle. Und das überragend gemachte Tor von Thomas Müller, was ich sehr, sehr geil fand, technisch. Vom Spielverständnis her, Thomas Müller, unfassbar. Ansonsten haben wir den Bayern tatsächlich relativ gut den Zahn gezogen, wie ich finde. Man sieht es auch an den Noten der Bayern. Einzig Harry Kane, der, ich sag nichts zu dem Elfmeter, den sehr gut rausgeholt hat auf jeden Fall und natürlich auch Glück hat, dass der Ball an die Hand geht. Serge Gnabry noch mit der 3-0. Ansonsten im gesamten Offensivbereich der Bayern keine guten Noten, was durchaus für das Spiel der Freiburger spricht. Osterhage finde ich wieder hier rauszupicken, der das wirklich stark gemacht hat. Doan, der sehr, sehr gute Defensivarbeit geleistet hat und auch eigentlich einen Rosenfelder rauszupicken, der das richtig, richtig gut gemacht hat, wie ich finde. Also man muss sagen, bisher, was der Sportclub aus Freiburg gezeigt hat, sehr, sehr gute Spiele. Ich bin total gespannt. Jetzt kommt ein anderes Spiel gegen den VfL aus Bochum. Man wird mehr Spielanteile haben. Zu Hause gegen Bochum wird ein anderes Spiel sein. Da hat Schuster noch nicht zeigen können, wie er wirklich damit umgeht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann so ein Spiel ablaufen wird. Schauen wir ganz kurz auf die Neuzugänge bzw. auf die Abgänge und hier auch ein riesen Respekt an Hartenseier, wie wir ihn so gerne nennen oder wie wir sie so gerne nennen. Die Transfers standen sehr, sehr früh fest. Ehren Dingci und Patrick Osterhage schon im letzten Jahr einfach fix gemacht, beziehungsweise in der Saison davor schon fix gemacht. Klar, wenn es Abgänge gegeben hätte, sei es Sidia, sei es Roland Schalai, hätte man hier vielleicht noch was gemacht. Ist beides nicht passiert. Deswegen ist der Kader für mich sogar fast ein Ticken zu breit, da wir nicht europäisch spielen. Nur Doppelbelastung mit Bundesliga und mit DFB-Pokal. Das wird tatsächlich eine Kunst sein für Julian Schuster. Auch die Spieler, die auf der Bank in der zweiten oder vielleicht sogar in der dritten Reihe erstmal sitzen, das heißt auch auf der Tribüne Platz nehmen müssen, die wirklich bei Laune zu halten. Aber das traue ich von der menschlichen Seite einem Julian Schuster auch tatsächlich zu 100% zu. Genau, zur Aufstellung der Freiburger. Ich nehme hier einfach mal die Aufstellung vom Liga Insider, weil die ist sehr, sehr fix, würde ich sagen. Also einziger Wackelpunkt für mich ist, zu gucken, wie geht es mit Kübler und Sidia weiter. Ich bin mir sehr sicher, dass die Freiburger das Bestreben von Sidia und von Marseille, ihn nach der Olympia nach Frankreich zu holen, in keinster Weise übel nehmen werden. Das heißt, auch hier Leistungsprinzip Schuster, wenn Sidia sich im Training so weit aufdrängt, dass er einen Kübler ersetzen könnte oder
Kübler mal wieder angeschlagen ist, dann kann hier auch relativ schnell wieder ein Sedia spielen. Ist für mich kein 100% safer Stammplatz an der Stelle. Ein Ogbus macht es auch hervorragend, kann hier relativ schnell spielen. Ein Matze Ginter wird auf jeden Fall wieder spielen, wenn er fit ist. Hier finde ich auch das Thema Leistungsprinzip Rosenfelder, ehrlich gesagt, wahnsinnig witzig, wenn Leute der Meinung sind, dass Rosenfelder hier aus Leistungsgründen tatsächlich einen Stammplatz gegen Ginter sich erarbeitet hätte. Man muss sagen, im Pokal Rosenfelder naturgemäß sehr, sehr nervös aufgetreten, was total in Ordnung ist, aber er ist halt kein Ginter, also kein gleichwertiger Ginter-Ersatz. Gegen Stuttgart war das total in Ordnung, gegen die Bayern war das richtig gut, lässt sich natürlich durch Harry Kane da so ein bisschen abkochen an der Stelle. Ginters Wichtigkeit liegt nicht nur in den Zweikämpfen auf dem Platz. Von dem her bin ich mir sicher, dass auch nach Leistungsprinzip und Matze Ginter auf jeden Fall gesetzt ist vor die Rosenfelder. Das will ich ganz kurz mal so fertig gesagt haben. Ansonsten Osterhage überragend, wie ich finde. Da wackelt dann doch eher ein Eggestein. Osterhage kann mit Sicherheit auch die Eggestein-Position übernehmen, weil dann würde Höfler wieder eher die Osterhage-Position übernehmen. Ansonsten sehr, sehr gut. Röhl braucht ein bisschen, um reinzukommen in die Saison. Das ist aber auch nicht untypisch für Röhl. Von dem her, denke ich, kann man das von der Aufstellung her so ziemlich safe nehmen. Jetzt schauen wir abschließend noch kurz auf Verkäufe oder Käufe, die ich empfehlen würde bei den Freiburgern. Wählen wir hier ganz kurz den SC aus. Gehen hier erstmal auf die Abwehr. Wer sich Matze Ginter reingeholt hat vor der Saison, der wusste, dass er so lange verletzt ist. Der sollte und wird ihn jetzt auch nicht verkaufen. Bin ich mir relativ sicher. Ein Lienhardt für 3 Millionen würde ich behalten, weil er zeigt das, was man erwarten konnte. Ein Christian Günther, richtig gut, wie ich finde, deutlich besser wieder. Auch ihm tut dieses aggressive Draufgehen vorne deutlich besser. Günther schon mit Assist, Ogbus mit Assist, Kübler mit 2 Toren. Also ich habe das Gefühl, die Schienenspieler sind offensiv noch mal einen Ticken präsenter, ehrlich gesagt. Gulde werden die wenigsten haben, sollte man verkaufen. Sedia würde ich auch eher verkaufen. Ein Kübler würde ich auf jeden Fall behalten. Ob ich ihn aktiv kaufen würde, es ist so schwer zu sagen, wie es halt weitergeht. Genau. Ansonsten gibt es da, glaube ich, wenig Spieler, die noch in den Teams sind. Deswegen will ich dazu nicht viel sagen. Litz Doan behält man bei 4 Millionen auf jeden Fall. Ob man ihn sich kauft, weiß ich nicht. Aber behalten auf jeden Fall. Genauso wie Vinci Grifo kann behalten werden. Merlin Röhl habe ich schon erwähnt. Eher ein schwächerer Spieler der Freiburger bisher. Ich denke, Gleiches kann man auch zu Maxi Eggestein sagen. Und bei beiden könnte man auch, wenn man im Freiburger Segment bleiben will, mit Patrick Osterhage einen sehr, sehr guten Ersatzspieler sich holen. 100.000 günstiger. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch wenn man gerade bei Röhl sagen muss, dass da halt offensiv durchaus noch mehr kommen kann. Höfler würde ich tatsächlich auch abgeben, falls man ihn hat. Genauso Roland Schalei. Ja, Weißhaupt hat es auch in diesem Jahr wieder schwer hinter Grifo, der mir tatsächlich richtig gut gefallen hat. Grifos 27. Sommer auf jeden Fall. Der arme Noah, der da wirklich immer hinter einem sehr guten Grifo einfach auch steht. Genau, auf alle anderen Spieler brauche ich, glaube ich, nicht wirklich weiter eingehen. Und im Sturm hagelt es von meiner Seite aus leider Verkaufsempfehlungen. Ehren Dingci habe ich schon Anfang der Saison gesagt, war auch jetzt angeschlagen und verletzt, ist jetzt eingewechselt worden, aber für 3,2 Millionen würde ich sagen, eher mal Finger weg. Gregoritsch, Höhler genauso, auch in Maxi Philipp. Hier würde ich einzig und allein auf Chanchunio Adamu setzen. Ich glaube, den haben ein paar sich reingeholt für 1,5 Millionen. Super Spieler, wie ich finde, weil er wird einige Startelf-Platzpunkte. Oh ja, habe ich gut ausgesprochen. Wird er auf jeden Fall abcatchen. Immer mit der Abseite, das heißt immer mit der Möglichkeit, durch ein Tor gut Punkte zu holen. Ich sehe selten die 5,0 bei ihm, weil er läuferisch einfach wahnsinnig viel zu bieten hat, sehr, sehr teamdienlich ist. Von dem her können wir vorstellen, dass er häufig einfach die 3,5 bekommt. 4 Punkte durch den Startelf für 1,5 Millionen. Mit der Chance auf mehr Punkte, wenn mal ein Tor mit dabei ist. Was nicht wahnsinnig häufig bei Junior Adamu vorkommen wird. Ich denke, die Freiburger werden eher ein System haben, so wie früher schon. Zlatan Bajramovic, Sebastian Kehl, wie sie alle heißen, wo wir aus dem Mittelfeld heraus viele Tore erzielt haben. Eher
Stürmer, die abgelegt haben, hatten und die Mittelfeldspieler in Position gebracht haben. So wird ein Röhl auf Tore kommen, ein Grifo wird immer auf Tore kommen, ein Doan wird auf Tore kommen, auch ein Osterhage wird seine Tore erzielen, da bin ich mir ganz sicher. Junior Adamu ist dann vielleicht sogar gar nicht so gefragt als Torschütze. So viel meine Einschätzung zum Sportclub aus Freiburg. Ich sehe tatsächlich Platz 6 bis 10 als sehr realistisch. Mit der Hoffnung tatsächlich, dass wir nächstes Jahr wieder europäisch angreifen dürfen. Das zumindest meine Hoffnung. Ebenso meine Hoffnung, dass du vorbeischaust beim Top-11-Spiel. Ist mir eine riesen Herzensangelegenheit. Das Game, es entwickelt sich großartig. Deswegen freue ich mich, wenn immer mehr Leute dazukommen und uns auch gerne unterstützen. Wir sind ein Team, was auch immer weiter wächst. Absolutes Startup-Zustand. Aber gerne, wenn du uns supporten willst, unterstützen willst, wie auch immer, in allen Bereichen, gerne kurze Mail an mich. Dann schwätzen wir einfach eine Runde miteinander und ich freue mich, wenn es im Sportclub gut geht und wenn du ein schönes Wochenende hast. Bis dahin, mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.